Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir eine ganz besondere Flasche hier auf unserem Fass. Und zwar eine selbst entworfene Flasche mit Inhalt. Highland Kettle, 11 Jahre. Mhm. Ja, erzähl was dazu. Ja, die Idee ist entstanden aus einem Whisky, der richtig schön sherry-lastig sein soll. Und da haben wir so rumgeschaut und rumgedacht und so, was ist denn sanft und weich? Und irgendwann bin ich mal über alte Fotos drüber gegangen. Da war ich auf der Insel Islay. Da ist eigentlich kein Whisky sanft und weich. Aber da habe ich dann ein paar Fotos gesehen, die mein Freund geschossen hat. Der fand nämlich diese Highland Kettle so toll. Und da sind wir dann über diese Highland Kettle Fotos gestolpert und dann habe ich so, boah, die sehen ja wirklich super knuddelig aus, ne? Und dann ist so ein bisschen so dieser Groschen übergesprungen, so sanft, weich, so in der Richtung. Und am Ende ist es aber leider keins von diesen Fotos geworden, von den Highland Kettle of Islay, sondern du hast das Foto geschossen am Ende. Ja, bei uns in unserer erweiterten Familie gibt es Bekannte der Verwandtschaft, die haben einen eigenen Hof und züchten hier in Niederbayern diese Highland Kettle. Und da haben wir sie auf der Wiese betrachten können und so, da hat mich da der Bulle von denen fast umgerannt. Also das war schon, das Tier hat, ich weiß nicht, 800 Kilo oder so. Da ist damit weich nicht, also eher mit mächtig. Und, ja, aber sie sehen wirklich knuddelig aus. Sie sehen wirklich knuddelig aus. Ne? Aber sie sehen immer aus wie so einer von diesen Hippie. Ja, wie wenn dir die Haare runtergehen. Ja. Nee, wie heißen diese Mansons oder diese Kelly-Family-Typen, die da alle so, immer so im Gesicht die Haare drin haben. Ne? Und aber das war so ein bisschen so der Schlüsselpunkt fürs Etikett. Dann haben wir da ganz viele von den Fotos durchgeschaut. Und im Grunde haben wir am Ende einen schönen Whisky gemacht, der 46% hat, nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt und sehr, sehr sherry-lastig ist. Er ist nicht komplett sherry-lastig, weil wir ihn bei den Proben gemerkt haben, wenn wir nur nach Sherry gehen, ist er irgendwie nicht ganz so frisch, fruchtig, sondern irgendwann wird er ein bisschen zu heftig. So, da haben wir dann irgendwann angefangen so zu merken, lass uns doch noch ein bisschen First Fill Ex-Bourbon Fässer mit reinnehmen. Die sind auch recht schön süß und damit kann man eben das Ganze noch sehr schön abrunden. Ja, also wichtig an der Stelle, Blended Malt Whisky, das heißt ein kreativer Whisky. Es ist nicht so, dass wir hingegangen wären und sagen, wir wählen das, das und das Fass aus, sondern wir haben gesagt, was müssen wir nehmen, damit wir einen Whisky bekommen, der diese Eigenschaften hat. Und wer also da, jetzt muss ich leider mal unterbrechen, und wer also diese von uns selektierten, individuell ausgesuchten Fässer sucht, wir haben auf whisky.de exklusiv, bei uns im Shopsystem finden Sie also diese Whiskys, die extra für uns abgefüllt werden, aber selektierte sind. Und dies hier ist jetzt ein kreativer Whisky, wo wir die Fässer entsprechend zusammengesetzt haben, damit der Geschmack rauskommt, den wir uns vorgestellt haben. Also eine handwerkliche Tätigkeit. Ja, also da ging es, am Ende ging es sehr, sehr stark um die Balance zwischen den Sherry-Fässern und den wenigen First-Fill-Ex-Bourbon-Fässern. Und was ich am Ende, ich habe ihn ja schon probiert, hier ist schon ein bisschen was raus. Also ich bin sehr zufrieden. Also ich komme da mir nicht neben zu sagen, okay, wie war jetzt das Sample gegenüber dem, was wir jetzt in unseren 3000 Flaschen drin haben. Und extrem genau sind wir dabei rausgekommen. Also das, was wir an Rezept raten, was wir am Ende haben wollten an Zusammenstellung, ist auch wirklich rausgekommen. Es bleibt ja immer noch eine kleine Differenz am Ende, weil was wir als Proben zusammenstellen, wird ja anschließend dann im großen Marrying-Vat zusammengestellt und reift dann nochmal 8 oder 12 Wochen nach, vermischt sich, verheiratet sich miteinander und da verändert sich dann immer der Geschmack noch ein bisschen, dass wir da an der Stelle dann einen leichten Kick vielleicht in die falsche Richtung hätten. Könnte immer passieren, ist bei uns in die richtige Richtung gegangen. Mhm. Und ja, dann probieren wir jetzt mal. Gut, also 12 Wochen Marrying Vat, ich weiß es nicht. Also Sie haben es uns nicht gesagt, wie lange Marrying Vat war. Würde mich aber wundern, wenn Sie es so lange drin gehabt hätten. Also wenn du überlegst, die Zeit bis zur Abfüllung, was Sie erzählt haben und so. Also 8 waren es bestimmt. Meinst du? Okay. Ja. Was auch schön ist, ist nicht gefärbt.
Und dann schaut mal die Flasche hier an. Ich drehe sie jetzt extra mal andersrum. Also da, das ist auch eben am Ende die Geschichte gewesen, wo wir, es ging jetzt nicht nur um dieses Verhältnis, sondern ging auch darum, wie alt und wie schwer und sowas sein muss. Und am Ende, sollte er 10 Jahre werden. Aber dann am Ende haben sie gesagt, ja, jetzt habt ihr aber die Geschmäcker noch dazu gebraucht, von den und den Fässern wollt ihr. Jetzt sind wir am Ende, eigentlich könnte man eine 11 draufschreiben. Wollt ihr jetzt 10 oder 11 drauf haben? Und dann haben sie gesagt, na komm, dann tun wir noch die 11 auch noch drauf. Ne? Ja. Ist jetzt zwar eine ungerade Zahl, was jetzt ein bisschen untypisch ist. Ja, eigentlich schon. Ne? Aber es geht ja auf den Inhalt. Ne? Ja, also der Inhalt hat uns dazu getrieben, ihn eben noch ein bisschen kräftiger zu machen. Und dann ist halt die 11 draufgekommen. Also ich habe den fertig jetzt ja noch nicht probiert. Der ist ja vorgestern gekommen, glaube ich, die Flasche. Da gibt es noch eine andere Flasche, die habe ich dann schon probiert. Die kommt aber erst demnächst online. Ja, wirklich intensiver Sherry. Und zwar so richtig das, was man von Oloroso Sherry her kennt. Und dahinter mischt sich jetzt noch eine sanfte Zitrusfruchtnote, wahrscheinlich vom Brennereicharakter der Malz mit ein. Ein Hauch Gewürze mit dazu. Aber, jo, Sherry Tonic, ne? Ja, also das war mir wichtig. Also da habe ich beim Verriechen viel Wert drauf gelegt, dass er eben so einen, ja, so einen Sherry-Ton hat, so einen richtig... So einen dumpfen, abgestanden, das ist nicht abgestanden, aber hat so einen dunklen, dunkelfruchtig, einfach, er hat wenig Frische drin. Du sagst ein bisschen Zitrusfrische drin, ja. Im Hintergrund aber die nur. Die merkt man so im Hintergrund. Aber das ist dann so an, vielleicht sagen die anderen immer dazu, erdig oder so wie im Warehouse, ja, die so, stehende. Ja, genau so die in die Richtung. Das wollte ich ein bisschen einfassen, fangen, von so einem typischen Sherry-Whisky. Das ist ganz gut. Aber je länger ich jetzt rieche, umso süßer wird er mir. Okay. Und umso fruchtiger wird er mir. Karamell habe ich jetzt auch. Mhm. Das müsste ja dann, das frische Karamell müsste eigentlich dann in diesen First Fill Ex-Bourbon-Fässern geschoben sein. Ja, also ich merke immer noch, wie ich die Proben so im Dings hatte. Und es ist schon, man hätte noch ein bisschen mehr in dieses erdige, dunkle reingehen können. Aber... Mir war es wichtig, eigentlich da noch ein bisschen so einen Akzent zu setzen, dass du sagst, ein bisschen was vom First Fill, ein bisschen Frische, ein bisschen Süße noch mit rein. Mhm. Also ein bisschen mehr Süße im Bourbon-Süße, dass er eben nicht so langweilig in eine Richtung ist. Dass er halt so kräftig in eine Richtung geht, aber nicht vollständig. Haben wir eigentlich schon gesagt, wie teuer der ist? 39,90. Mhm. Also er sollte als Designziel auch bezahlbar bleiben. Ja. So, tschüss. Tschüss. Mit den 46 Volumenprozenten kommt er ganz heftig. Und der Speichelfluss setzt ein, wie es so bei diesen typischen Sherry-Fass-Whiskys bei mir ist. Und dazu habe ich jetzt Orangen. Mhm. Und zwar auf der einen Seite jetzt so ein bisschen Saftorange, schlägt aber über in diese Bergamott-Gewürzorangen bis hin zu einer ordentlichen Würzigkeit, die sich jetzt auf der Zunge breit macht. Aber ich habe keine Bitterkeit, weil er ist ja nicht alt genug, dass er diese schwere Tanninbitterkeit ausmachen würde. Geschmack. Ich finde ihn, es ist eine schöne Ausgewogenheit zwischen so einer Sherry-Fruchtigkeit und ein bisschen so der Würzigkeit. Schmeckt, also mir schmeckt er super. Ich habe ihn ja auch ausgesucht. Und ja, er hat so was Orangiges auch mit drin. Das finde ich klasse. Das Schöne an dem Orangen ist, hier für mich ist es eher Orangensaft als diese bittere Schale. Also, ja, genau. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal noch was Älteres irgendwo mal kreieren werden. Wobei ich mir da schwierig tue, zu sagen, ab wann ist er dann zu alt? Ja, das ist immer so eine Gratwanderung. Ab wann ist er zu alt? Der hier ist definitiv nicht zu alt. Ja. Der ist noch. Was jetzt interessant ist, jetzt macht sich so eine leichte Ingwernote, vielleicht auch eine pfeffrige Note auf der Zunge breit. Ein Hauch von Schokolade kommt jetzt durch. Also der ist schon
ganz schön mächtig. Ne? Sanft, kräftig, so war es in der Richtung angedacht, dass du einen sanften Geschmack im Mund hast, richtig schön fruchtig, aber eben kräftig in der Intensität. Den musste ich loben, hervorragend hingekriegt. Also der ist jetzt aus der Flasche wirklich ein Stück besser als das, was wir noch in den Proben hatten, muss ich wirklich sagen. Also naja, vielleicht hast du in deinen Marrying Bats noch was hingekriegt. Also, ja. Hat sich auch noch ein bisschen verzögert. Vielleicht war es das auch wert. Müssen wir auch was zu der Limitierung sagen? Die Flasche trägt also eine Jahrgangsangabe. Ja, wir wissen ja, was die Sammler wollen. Auf dem Rückenlabel. Wir haben eine Limitierung in den Abfüllungen von 3000 Stück. 3000 Stück, ja. Wir sind an der Stelle jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig geblieben, weil wir nicht wissen, wie das ankommt. Ne? Ja, muss ehrlich dazu sagen, also diese zwei Whiskys, die wir gemacht haben, nächste Woche kommt dann noch einer, waren für uns auch mal ein First, ein erstes Mal, dass wir gesagt haben, wir gehen in diesen Blending-Prozess rein. Also ich habe öfter schon bei solchen Blending-Challenges irgendwo mitgemacht, wo man seinen eigenen Whisky kreieren kann auf irgendwelchen Messen oder an irgendwelchen Brennereien oder man kann irgendwas nachmixen oder sowas. War bis jetzt noch nicht ganz so meine Stärke. Bei dem hat man so selbst in die Richtung gehen können, die man wollte. Das ist ja klar, der wird besser des Monats und besser des Jahres. Nee, ich glaube, die schließen wir davon aus. Das geht nicht, das können wir nicht dann bringen. Dann stinkt er, ne? Eigenlob stinkt. Na, das kann ich mal. Das können wir nicht. Sehr machen. Schön gemacht, Benedikt. Hier hast du einen Orden. Nein, das machen wir nicht. Das wäre wirklich nicht gut. Ja, ist klasse geworden. Mir ist es aber auch wichtig, dass man sagen kann, okay, wenn man sich die Flasche kauft, man gibt kein Vermögen aus. Und B, man kann die abends echt genießen. Also es sollte, für mich war es jetzt nicht die Flasche, dass wir die, wie heißt es, als irgendwie das Sammlerstück oder das Schmuckstück oder sowas machen, sondern einfach, es sollte ein leckerer Whisky zum Genießen sein, der einen so ein bisschen an die Highlands und die Highland Kettle erinnert. Aber dabei keine Kompromisse auf der falschen Seite macht, also keine Farbe, keine Kühlfilterung und 46 Volumenprozente, dass man wirklich das hat, was man als, ich sag mal, fortgeschrittener Genießer, jetzt nicht super Experte, dazu ist er zu jung, aber als fortgeschrittener Genießer tatsächlich auch das bekommt, was man haben will. Ne? Das war wichtig. Ja. Gut, dann war's das, ne? Genug gelobt. Ja, also wichtig ist natürlich, auf was es ankommt, nämlich, wie schmeckt er euch? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, sobald ihr die Flasche habt. Könnt ihr gerne mal unten drunter schreiben. Da werde ich auf jeden Fall mitlesen, um mal zu sehen, wie ihr die Flasche findet. Ja, ansonsten guckt mal bei whisky.de im Shop vorbei. Da ist die Flasche erhältlich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.